Nach dem 2:3 gegen den LASK geht die Austria als Siebter in die Winterpause. 4 Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs fehlen 3 Punkte auf die Meistergruppe. Ja, in erster Linie haben wir es klar verabsäumt, einen starken Gegner wie den LASK auf Distanz zu halten. Ich glaube, wenn wir sie geschlagen hätten und den Vorsprung vielleicht ausgebaut hätten, dann hätten sie uns im Normalfall nicht mehr einholen können. Zur Gesamtsituation muss ich sagen, nach dem Beginn in der Meisterschaft, nach den Voraussetzungen, glaube ich, wären alle glücklich gewesen, wenn wir noch die Möglichkeit haben, im Frühjahr in den letzten verbleibenden Spielen die Meistergruppe zu schaffen. Die Chance lebt, wir haben gute Auslosung und wir werden uns auch so vorbereiten, dass das auch möglich sein wird. Die Liga geht an dem Wochenende rund um den 12. Februar weiter. Am 3. Jänner starten die Veilchen in die Wintervorbereitung. Ab 22.01. ist die Austria für eine Woche auf Trainingslager in der Türkei. Wir haben ganz klare Planung eigentlich, wann, wie, wo wir spielen und wie die Trainings aussehen sollen, ist natürlich klar. Aber die wichtigsten Entscheidungen fehlen noch. Das heißt, die Kaderplanung, wie geht es jetzt wirklich weiter? Da wird es Gespräche geben, da freue ich mich schon drauf. Wir haben klare Vorstellungen, auf welchen Positionen wir uns verstärken sollten, wenn es möglich ist. Und wenn nicht, werden wir weiter auf unsere jungen Spieler bauen, werden sie weiterentwickeln. Und unsere Mannschaft, die auch noch viele Themen hat, wo man viele Themen noch bearbeiten muss, und werden sie so besser machen. Trainer Manfred Schmid arbeitet eng mit der Austria-Akademie und den Young Violets zusammen, damit die nächsten Austria-Talente wieder gut integriert werden können. Ja, in erster Linie war es ja so, als ich hier angetreten bin, wusste ich um die Situation, die da in dem Club vorherrscht, dass es eine schwierige Situation ist. Aber ich habe ganz klar gesagt in meiner Präsentation vor den Verantwortlichen, dass ich hier antreten werde, mich nach den finanziellen und sportlichen Möglichkeiten richten werde. Das heißt, nach dem Spielermaterial, was ich da vorfinde, dann war es ganz klar so ausgerichtet, dass ich junge Spieler ausbilden will, da ich selber 4,5 Jahre in der Frank-Stronach-Akademie, also eigentlich Austria-Akademie, gearbeitet habe, weiß ich, wie dort gearbeitet wird. Ich habe den Kontakt all die Jahre, als ich 8 Jahre in Köln war, nie verloren. Ich habe mit dem Robert Urbanek jemanden gehabt, der die ganze Liga kennt. Es war immer so, wenn wir Fragen hatten, welcher Spieler in Österreich oder, dann wusste ich genau Bescheid, weil er eigentlich jeden Spieler kennt. Ich habe den Mader Florian kenne sehr, sehr gut und war in der Meistersaison Spieler von uns. Es ist ein super Austausch mit den Trainern Madl und McCormick und wie sie alle heißen, stehen wir immer in Verbindung. Und natürlich, wenn du in so einer Situation bist, musst du schauen, dass du deine jungen Spieler weiterbringst. Und man hat gesehen, wenn wir das verbessern oder besser machen, dann kommen die Spieler raus. Sie brauchen Spielzeit, sie brauchen Erfahrung. Die kann ihnen nicht antrainieren, die kann man in der Akademie nicht antrainieren oder anlernen. Die müssen Erfahrung sammeln, auch negative Erfahrungen, und dann wird sich das gut entwickeln. Dazwischen haben wir die Young Violets, die natürlich einen schweren Stand jetzt haben, aber grundsätzlich läuft es perfekt. Ich habe mir mit dem Cem Sekaleoglu versucht, wirklich professionell aufzustellen. Das heißt, ein wirklich professionelles Umfeld aufzustellen. Wir haben einen tollen Athletiktrainer, wie man sieht, an den Testwerten, die wir erst diese Woche wieder bekommen haben, entwickeln sich die Spieler auch da richtig gut weiter. Wir haben guten Videoanalysten, wir haben den Udo Siebenhandler, einen Tormann-Trainer, der hervorragend ist. Ich habe mir mit den Reini Breu jemanden geholt, der aus einer ganz anderen, ich würde nicht sagen Branche sagen, aber der war Sportdirektor in einem Verband in Luxemburg, war schon selber Spielerausbildner. Also wir haben den ganzen Bereich, den man braucht, um Spieler zu entwickeln, abgedeckt. Wir haben sehr, sehr viel Erfahrung in ausländischen Ligen auch und deswegen hat uns das schon sehr geholfen. Das war eines meiner Ziele, ein richtig professionelles und gutes Umfeld für die Spieler zu schaffen, junge Spieler zu entwickeln, das ist uns gelungen. Und jetzt geht es daran, ein Spielsystem zu entwickeln, wo sich die Spieler wohlfühlen. Das hat man gesehen, auch wenn wir viele Spielsysteme gespielt haben, hat man gesehen, dass wir sehr, sehr flexibel sind, dass die Mannschaft es umsetzen kann und immer wieder reagieren kann. Und das ist so unser Ziel. Aber ich glaube, dass wir noch immer an vielen Stellschrauben drehen können, um das noch zu verbessern. Manfred Schmid ist nach 6 Monaten als Cheftrainer von Austria Wien froh, dass er den Schritt in die erste Reihe gemacht hat. Ja, ich meine, ich bin ja relativ eng nah immer gewesen mit meinen Cheftrainern, ob das jetzt
Helmut Kraft, Peter Schöttl ist oder Peter Stöger gewesen ist. Ich habe mit vielen Leuten zusammengearbeitet, an Bayer Lorzer und in Köln 8 Jahre in verschiedenen Positionen. Also ich habe schon gewusst, was mich erwartet, und das ist in Deutschland natürlich noch um einiges größer, aber für mich hat sich nicht viel geändert. Also ich mache meine Arbeit, wie ich es früher getan habe. Ich muss jetzt den Verein nach außen präsentieren. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Mir macht es irrsinnigen Spaß, mit der Mannschaft, mit den Jungen zu arbeiten. Mir war es wichtig, ein Team zu entwickeln. Das heißt, dass ein bisschen selbstständiger wird, zusammen mit den Führungsspielern, die wir haben, ob das jetzt Grünwald, Dürecin, Suttner, Martel ist auch schon fast ein Führungsspieler bei uns in der Mannschaft, aber Lukas Mühl und all die anderen, also ich hoffe, dass ich da jetzt keinen vergessen habe, Benz und alle, wie sie heißen, und dazu die jungen Spieler. Und wenn man gesehen hat, wie sich diese Mannschaft entwickelt hat, wie sich der Teamgeist entwickelt hat, wie sich die Art und Weise entwickelt hat, wie die Jungs mittlerweile miteinander umgehen. Jetzt ist es auch so, dass gewisse Dinge schon intern geregelt werden, aber macht richtig Spaß, macht mich stolz, die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Noch dazu kommt dieser Stil, dass der auch nach außen angenommen wird. Und ich habe einfach das Gefühl im Moment, dass die Austria zusammenwächst. Das sind die Fans, die uns total unterstützen. Das ist bei allen Schwierigkeiten, hat man, glaube ich, am Platz nie gesehen, was da rundherum für Schwierigkeiten sind, was für Probleme wir teilweise hatten, weil wir alle versucht haben, uns auf unsere Arbeit zu konzentrieren. Und ob das jetzt die Verantwortlichen mit Gerhard Krisch oder Manuel Ortlechner waren, die uns im Hintergrund den Kopf freigehalten haben, oder wir auf dem Platz. Und da kann man der Mannschaft nur gratulieren, da kann ich dem Trainerteam nur gratulieren. Aber den größten Teil macht die Mannschaft, und die ist leistungsbereit, die ist leistungswillig. Und nochmal, es macht mir irrsinnigen Spaß, und ich bin froh, dass ich den Schritt in die erste Reihe gemacht habe.